Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Maniac Mansion. So, die Kabel hier sind angeblich repariert. Wir gehen jetzt, würde ich sagen, in die Arcade. Wenn ich die irgendwie jemals wieder finde. Ich suche jetzt mal die Arcade, weil bei den Arcade-Automaten stand vorher, als ich die zum ersten Mal durchsucht habe, dass kein Strom auf den Automaten ist. Und wir haben ja jetzt irgendwelche Kabel repariert. Vielleicht ist da jetzt wieder Strom, erstens. Und zweitens, zweitens habe ich vergessen. Ach so, und zweitens war nämlich einer der Doktoren, der Dr. Ed oder so, an einem dieser Automaten. Ich weiß nicht an welchem, aber jetzt wartet mal. Lies. Das steht nicht drauf. Benutze. Meteormess. Ah. Vierteldollar. Benutze Vierteldollar. Habe ich das jetzt gemacht? Nee. Benutze Vierteldollar. Münzschacht. Es ist ausgeschaltet. Es ist schon an, aber da fehlt Strom. Hey, ich dachte, ich habe das da oben repariert. Was ist denn los? Er hat doch gesagt, es ist dunkel, aber es wird schon gehen. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Jetzt habe ich meinen Vierteldollar. Ach nee, habe ich nicht. Den habe ich noch. Gut. Ich habe mich schon gewundert, aber also keine Ahnung. Ich probiere es jetzt nochmal, ne? Bin gespannt. Weil die Kabel sind da oben sicher nicht zum Spaß. Das ist das Einzige, was hier in dem Raum ist, abgesehen von dem Zugenagelten. Benutze Werkzeugkasten, Drähte. Autsch. Okay, ich verstehe. Strom drauf. Dave, schalte aus. Hauptschalter. Okay. Razor, du bist die Einzige mit Taschenlampe. Geh mal bitte nochmal hoch da. Benutze. Na toll, jemand hat den Strom abgedreht. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn andauernd solche Sachen passieren? Tentakel, stillgestanden! Hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Jawohl, Sir. Wie, jawohl, Sir. Wir haben wieder ein Problem, jawohl, Sir. Okay, Bernard, jetzt aber benutze Werkzeugkasten, Kabel. Es ist ziemlich dunkel. Aber es sollte klappen. Okay. Oh, Mist. Habe ich dich beim Spionieren erwischt? Dr. Fred bezahlt mich gut für sowas. In das Verlies, Eindringling. Hoffentlich verfaulst du hier. Ich verstehe das mit den Drähten nicht. Irgendwie kann der die nicht reparieren. Das ist irgendwie ein bisschen blöd.
Und ich glaube, jetzt explodiert gleich alles, weil ich mit ihm jetzt nicht mehr den Strom andrehen kann, blöderweise. Und der Tentakel hat den Strom nicht wieder angemacht. Okay, ich habe noch eine Idee, woran es liegen könnte. Razor, gib mal die Taschenlampe zu Bernard. Und jetzt geh mal weg, am besten. Oder so. Ich weiß auch nicht. Egal. Ja, dann halt nicht. So, Bernhard, du schaltest jetzt die Taschenlampe selber ein. Und jetzt benutzt du das Werkzeug an den Drähten. Ah, na also tatsächlich, an dem hat's gelegen. Oh, der Alarm hat aufgehört. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ah, es ist schlecht. Ah, damit. Ah. Wo habe ich denn da jetzt gespeichert? Die braucht Batterien? Hä? Warte mal. Das ist ja. Das ist aber schon. Wann habe ich denn da bitte gespeichert? Spinne ich? Benutze Batterien mit Taschenlampe. Schalte Taschenlampe ein. Ah ja, okay, aber jetzt pass auf. Jetzt wechsle ich gleich zu Bernhard. Der muss sich jetzt hier mal im Dunkeln rauskämpfen. Ich weiß schon, wo wir gespeichert haben. Das passt schon. Dann können wir jetzt nämlich das machen, während er sowieso absichtlich ausschaltet, wenn ich schnell genug bin. Razor, gib die Taschenlampe zu Bernhard. Bernhard, schalte ein Taschenlampe. Okay, gut. Das dürfte schon passen jetzt. Okay, ich glaube, jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt benutzen wir, solange der Strom noch weg ist, samt Taschenlampe das Werkzeug hier. Und schon ist es fertig. Und so sieht es jetzt auch aus. Sehr gut. Jetzt müssen wir im Grunde nur noch warten, bis der Strom wieder angeht. Und dann wird wahrscheinlich nicht mal die Tentakel zur Kontrolle kommen, oder? Vielleicht sollte ich vorsichtshalber trotzdem Dave irgendwie und Razor oben auch beide mal irgendwie in Räume stellen, in die Küche oder so. Vorsichtshalber. Wobei es eigentlich wurscht ist. Eigentlich will ich ja, dass Dave sogar in der Gefängniszelle ist jetzt dann oder irgendwer anders. Ja, ich habe wirklich gelesen. Ich habe doch vorher noch Witze darüber gemacht, wie nutzlos Dave ist. Und tatsächlich kann man mit Dave und irgendeinem anderen Charakter kann man das Spiel nicht durchspielen. Witzig irgendwie, oder? Wo ist denn bitte der Eingang in die Küche? Ah, hier. Okay. Ach so, das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Gehen wir nach oben. Gehen wir hier in den Seitengang oder so. Okay. Jetzt warten wir im Grunde, bis der Strom wieder angeht. Ich kann ja mit Dave, nee, Quatsch, mit Bernhard schon mal Richtung Arcade gehen. Hier war das Fotolabor. Hier ist die Arcade, aber da warte ich jetzt lieber, bis es wirklich. Warten wir hier drin. Jetzt müssen wir wirklich warten, oder? Ich weiß jetzt auch nicht. 5 bis 6 Minuten, hat er gesagt, müssen wir warten. Dann geht der Strom wieder an. Ich könnte mal kurz den Guide gucken, was jetzt noch so kommt. Bla bla bla. Genau, während der Strom aus ist,
Flashlight, broken wire. Perfekt, haben wir gemacht. You can now switch back to the kit in. Ah, ach so. Aber wir haben das während dem Stromausfall, also während dem beabsichtigten Stromausfall gemacht und sind deswegen noch viel cooler. Ich verstehe. Wir hätten das quasi auch wirklich über den Sicherungskasten lösen können. Jetzt, wo die Kabel repariert sind, die Spiele im Arcade-Zimmer, habe ich mir gedacht, funktionieren wieder. Du musst jetzt auf eine Cutscene warten. Der Dr. Ned im Arcade-Raum ist, wo er Metroid Mass spielt. Hatten wir die nicht schon, aber da hatten wir noch gar keinen Strom. Ah ja, gut, lass kein Kind in dem Zimmer, in dem Arcade-Zimmer, sonst kommt Dr. Fred gar nicht erst. Ach ja, möglicherweise hat er schon mal versucht zu spielen, aber es hat noch nicht geklappt. Okay. Ah, wir müssen jetzt quasi warten, bis der Strom wieder angeht. Dann müssen wir warten, bis Dr. Fred an dem Automaten spielt und seine Highscore, das ist ja bescheuert. Warum? Aber seine Highscore ist dann, ah, ist dann der Code. Seine Highscore ist der Code für verrückt. Also das ist irgendwie wirklich komisch für die Labortür. Aber gut, okay. Meine Gott. Meine Gott. Meine Kartoffel. Ich gehe jetzt mal in die Arcade. Ich schau mal, ob das schon irgendwie die Cutscene war, weil einmal haben wir schon gesehen, wie der da gespielt hat, ne? Meteor Mess. Aber wenn ich jetzt die 10 Cent verbrauche, den Vierteldollar meine ich, ist auch blöd. Okay. Und jetzt? Ich habe keine Maus. Ich kann nichts machen. Highscore. 3300 steht da. Oder? Können wir noch mal schauen? Da steht nichts drauf. Warte mal, wer hat den Schlüssel? Den rostigen Schlüssel, genau. Ah. Dave. Ziehe Gargol. Razor. Nicht Razor. Bernard. Gehen wir mal vorbei am Atomreaktor. Das ist echt super. Die werden, die, ich befürchte, das sieht gesundheitlich nicht gut für unsere Protagonisten aus, wenn die hier rauskommen. Benutze rostigen Schlüssel an der Tür. So, jetzt versuche ich das mal. Benutze. Wie war das jetzt? Tür ist abgeschlossen. Ha, komisch. In dem Guide steht auch als möglicher Code 3301. Ich versuche den mal. Der geht auch nicht. Ha. In dem Guide würden schon noch andere Türvariationen stehen. Also anscheinend gibt es nur vier oder so verschiedene Kombinationen. Aber ich würde das jetzt schon gern lösen, selber. Aber wenn wir jetzt einfach nur auf die Cutscene warten müssen, wo der an seinem blöden Arcade-Automaten geht, ist das irgendwie auch ein bisschen lame, oder? Aber ich habe schon einen Alternativplan. Wir können uns, während wir auf die Cutscene warten, schon mal auf was vorbereiten. Jetzt pass auf, Bernhard. Du gibst Razer jetzt mal den rostigen Schlüssel. Und
Vielleicht auch den Umschlag, da bin ich mir nicht sicher. Ob wir den mit unseren Charakteren überhaupt brauchen, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber es hieß doch eigentlich, man kann das Spiel nicht beenden ohne den rostigen Umschlag. Aber vielleicht kommt es darauf an, welche Figuren man hat. Ich weiß es nicht. Rostiger Umschlag? Ja, genau. Weil Bernhard hat ja im Grunde eine ganz. Ah, warte mal. Wer hat den Schlüssel geklaut? Den Schlüssel hat Dave, ne? Den Schlüssel aus dem Zimmer. Dave brauchen wir dann nämlich in der Nähe der Arkade. Der kann nämlich mit dem Schlüssel die 25-Cent-Münze wieder rausholen nach der Cutscene. Und Bernhard, mit der habe ich schon ganz besondere Pläne, mein junger Freund. Der Bernhard geht nämlich zu seiner Röhre, die er repariert hat. Stimmt, eigentlich könnte jeder anrufen, ne? Ist egal. Bernhard hat es repariert, Bernhard darf anrufen. Und dann rufen wir nämlich die Superpolizei, die Asteroiden. Ah, guckt mal. Ja, tatsächlich, jetzt passiert's. Jetzt spielt er hier. So, interessant. Okay, wartet mal. Das speichere ich. Auf das wird erstmal ordentlich gespeichert. Sehr gut, jetzt passt auf. Jetzt wechseln wir zu Dave. Dave geht jetzt in die Arcade, wo hoffentlich der nicht mehr ist. Gut, jetzt benutzen wir den kleinen Schlüssel am Münzschacht. Nehmen die Vierteldollarmünze. Gibt es einen Schließen-Befehl? Genau, wahrscheinlich schließen wir jetzt die Münzschacht wieder. Benutzen die Vierteldollar hier. Aha. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich das echte Kennwort. Drei, drei, null, eins. Aha, jetzt funktioniert's wahrscheinlich erst. Drei, drei, null, eins. So, rostiger Schlüssel. Benutzen. Babam. So, jetzt muss ich aber noch mal speichern, weil jetzt wird's spannend. Mensch, haben wir schon viele Safe Games, aber hilft ja nix. Jetzt wechsle ich zu Bernhard und rufe die Polizei. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Lesen wir hier mal Steckbrief. Wegen zahlloser grausamer Taten ein mörderisch schleimiger lila Meteor. Wird gesucht. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie 1138. Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt. Genau, jetzt kriegen wir nochmal die Meteoritenpolizei-Cutscene. Sehr schön, hier ist die Meteorpolizei. Vier Auge. Sie haben den lila Meteor gesehen? Ich bin in 5 Minuten da. Schön mit seiner Star Trek-Uniform, ne? Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Sehr schön. Jetzt müssen wir halt 5 Minuten warten.
Tatsächlich, glaube ich, in Echtzeit. Aber für heute ist sowieso erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge warten wir dann. Das ist auch gut, ne? In der nächsten Folge sitzen wir dann 5 Minuten rum und schauen blöd und warten auf die Space-Polizei. Aber so ist es eben. Wir können ja alle unten vor der Tür versammeln und fürs große Finale vorbereiten, bis die Space-Polizei da ist. Bis dann. Ciao.